Der Pferdezuchtverein K17 Oberes Gailtal veranstaltete am 30. Jänner ein Holzfuhrwerk nach alter Fuhrmannstradition. Viele Gespanne sind der Einladung nach Nölbling gefolgt und auch zahlreiche Besucher waren zur Veranstaltung gekommen. So, dann, jetzt geht's auf, ja. Wir haben heute so ein traditionelles Holzfuhrwerk gemacht, um das alte bäuerliche Handwerk für die Nachwelt aufrechtzuerhalten, damit die Jugend auch sieht, wie früher gearbeitet worden ist, bevor es den Traktor gegeben hat. Habt ihr das Know-how oder wo habt ihr das her? Wir haben viele alte Leute gefragt und die haben uns geholfen und gesagt, wie man das früher gemacht hat, und das haben wir halt in die Tat umgesetzt wieder. Und die ganzen Sachen, die man dafür braucht, die gibt es noch? Wir sind ein paar Liebhaber, die das noch gehabt haben. Ja, es war nicht so einfach, das zu kriegen. Aber ich habe zum Beispiel vom Bischof seinerzeit den Schlitten geerbt und ich habe eine ganze Garnitur selber. Eine tolle Veranstaltung mit dem Pferdezuchtverband K17, mit dem Primasen Stoff. Der hat heute was auf die Füße gestellt. Ich denke, das ist genau das, was die Leute heute interessiert. Das ist Brauchtum, das ist nicht Alltägliches. Früher war es alltäglich, da hat es jeder gesehen, aber heutzutage ist sowas seltsam. Und da interessieren sich die Leute einfach für das und schauen das an. Und es sind auch viele aus weiter Ferne gekommen heute. Ja, wir haben Teilnehmer von Kols in Osttirol, von Heiligenblut, vom Brautal, ein paar Geldtaler und vom Motrei und von Silian sind Leute gekommen. Der schneearme Winter stellte für die Organisatoren eine Herausforderung dar. Wie haben wir das trotzdem hinkriegt? Mit der Hilfe von vielen Leuten haben wir es doch zustande gebracht, dass die Strecke schön beschnitten ist. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben einen Kunstschnee produziert und das mit Miststreuer ausgeführt. Um 9 Uhr starten die Gespanne am Dorfplatz in Nölbling und machen sich auf den Weg zu den Baumstämmen, die heruntertransportiert werden sollen. Sie werden von vielen Kindern und Erwachsenen begleitet. Die moderne Technik hat dem alten Holzfuhrwerken bereits vor einigen Jahrzehnten ein Ende bereitet. Doch so ganz sollte diese alte Tätigkeit nicht in Vergessenheit geraten. Bereits in Osttirol und im Trautal hat es in den letzten Jahren ähnliche Veranstaltungen gegeben. Und auch die Besucher kamen nicht nur aus dem Gail- und Lesachtal, sondern auch aus dem Trau- und Mölltal und aus vielen Teilen Osttirols. Pferdezuchtverein und Dorfgemeinschaft, alle haben sie mitgeholfen, damit die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg wird. Ja, das ist unsere Dorfgemeinschaft, macht das miteinander. Und dann, wir sind der Pferdezuchtverein K17. Und da haben wir noch die Rostow von unserem Verein ein paar und dann etwas von Rautol und von Osttirol da. Ja, wir tun da heute auch ein Holzzirchen da. Mal, was man schon lange in Vergessenheit geraten ist, wo die Jungen überhaupt nicht mehr wissen, wie das geht. Und dass das nicht verschwindet, dass die Jungen das noch weitermachen und die wir halt das einmal nochmal vorführen. Das ist die Möglichkeit gewesen, wo es früher das Holz von A nach B gekommen ist. Das ist genau so, und sie das gemacht. Und das war ja oft nicht einfach. Und dort gute rausgebraucht, gute Fachleute, was da mit denen umgehen hat gekannt. Und was es noch gebraucht hat, das hat früher auch die Wegmacher gegeben. Und nach unten wird das sehen, unten ist noch der Schmied, der tut Werkzeug machen, den hat es auch gebraucht. Und wie es da siehst, die Auflader hat es auch gebraucht. Da ist eine ganze Kette an Menschen beschäftigt gewesen. Und wie das damals so funktioniert hat, zeigen die Fuhrwerker vor und verladen das Holz auf die Gespanne. So, eine Fickchen. So, da. Ho! So, was? Lieber? Warte mal, eine U-Bahn. Zu groß sein. So, zack. Hör dir eine. Ja, jetzt wird das Holz einmal geladen, nach alter Tradition. Dann wird die unteren Blöcke festgemacht und dann werden hinten die Fächer nachgehängt. Kommt drauf an, je nach Holz, aber bis zu 14 Blöcke kann man mitnehmen.
Hörne einer. Hoch an! Mit Explosion kann auch was sein. Da, Klumpe einer. Klumpe einer doch. Vorne. Was? Zwei. Das war an Dienen. Auch das waren Dienen doch. Das ist ein Haken. Können wir da noch Klumpen rein, oder kann ich mehr? Doch, ich nicht mehr. Nieder, noch ein bisschen nieder. Nachdem das Holz verladen ist, kann es mit den ersten Gespannen bereits wieder zum Holzlagerplatz Richtung Dorfplatz gehen. Und auch die Jungen sind voll Eifer mit dabei. Sind das eure Risser? Ja. Eine, da ist es. Sind mehr Risser dran? Ja, eine Vier. Hast du sowas schon einmal gemacht? Ja, da haben wir halt. Für die Pferde stellt die Arbeit am heutigen Tag kein großes Problem dar. Na, das Pferd ist ein gelerntes Pferd. Der Besitzer fährt oft mit der Kutsche, das ist kein Problem. Macht ihr das öfter? Gestern haben wir das erste Mal Holz gestrutzt und heute probieren wir es das nächste Mal. Wie seid ihr auf die Veranstaltung gekommen? Das ist bekannt gemacht worden von Norica Verband in Osttirol und durch das sind wir auf das gekommen. Wichtig ist natürlich auch ein guter Schnaps nach getaner Arbeit. Ja, aber wir haben gleich 3 Jahre mit Schnaps bekommen, oder was? Haben wir ja genug. Du, ist doch nicht bei dir vorbei. Gut ist, ja. Was? Er ist fix. Wo bist du, Michael? Da unten im Ziel herum. Ja, ich habe schon da noch genug. 18 Gespanne sind es insgesamt, die den Besuchern eindrucksvolle Bilder längst vergangener Tage präsentieren. Was die Pferde können, kann ich auch, dachte sich dieser Hund und beteiligte sich ebenfalls am Holzvorwerken. Ja.
Unter den Zuschauern waren auch einige, die selber noch Erfahrungen mit dieser Art der Holzbringung gemacht haben. Früher hat man leicht so gearbeitet. In meiner Jugendzeit, da hat sich leicht Ross gegeben, da hat das Ross alles gemäßt erledigen, jede Arbeit. Ob es jetzt auf dem Feld war, ob es jetzt im Wald war. Und die Holzbringung im Winter, das war ja ganz eine wichtige Arbeit. Nicht? Und von den Bergen oben auch, das hat man leicht mit dem Ross gemacht. Und da hat man, ja, die Ross haben das auch gekannt, da hat es eine gute Fuhrmann gebraucht. Und die Ross haben das auch gekannt, nicht nur der Fuhrmann. Und da hat man gewissen Werkzeug gehabt. Nicht? Und ja, es hat alles gemäß ein bisschen zusammenpassen. Nicht? Die Ross haben da anständiges Geschirr gebraucht. Dann hat man einen anständigen eine Gurte gehabt, wo man das aufgeladen hat. Nicht? Und früher hat man ja das Holz im Sommer geschlägert, dann hat man es austrocknen gelassen und dann hat man das trockene Holz im Winter zu Tal geführt. So war es halt. Hand ist ja alles anders. Nicht? Hand wird ja der Baum geschlägert, dann kommt der Traktor her, dann wird er also ganz aus dem Weg gezogen und dort abgeschnitten und dann ist der LKW da und der legt es auf. Ist ja alles anders. Hand. Es hat nichts anderes gegeben. Nicht? Wir haben alles, das Holz war es eigentlich ein Wirtschaftsfahrzeug. Im Sommer ist alles mit dem Holz geführt worden und im Winter ist es vorwerfen. Mischt, Heu, Holz. Und da war viel Verdienst dabei für viele Bauern. Und ein, zwei, drei Holz geholt und dann mehr im Winter geführt. Das war der Verdienst dabei. Oder einige sind da dabei eingegangen, wenn ein letzter Winter war, dann sind sie im Sommer mit dem Gerät führen oder sie haben gemessen, wie viel Schnee es Leid aufnimmt, sie schöpfen nicht. Und das ist nach da gekommen und dann selbst draufgezahlt, da hast du ja an beide Seiten. Ja. Entweder schön verdienen oder viel Eingehen dabei. Ist das gefährlich vorher gewesen? Das war oft sehr gefährlich, weil es hat oft sehr steile Wege gegeben, sehr steile. Da hat man gemessen nachher Spierketten eintun, nicht? Eine Umschlagketten schon hinten. Man hat ja noch, man hat nachgehängt, ein paar Fachlern, da hat man eine Umschlagketten reingetan und bei der Gurte voran hat man eine Spierkette reingetan, was steil war. Und dann hat man wieder gemessen, das Fräge nur außertun, was eben alles waren. Und das hat man perfekt gemessen, beherrschen. Ja. Alles drin, jedes Blatt. Am Dorfplatz traf ein Pferdefuhrwerk nach dem anderen mit den Holzladungen ein. Dort warteten bereits weitere Arbeiter, die die Holzstämme wieder schlichteten. So, im Laufschritt am Dorfplatz kommt unser allseits bekannter Lackner Ludwig aus Susavitsch, ein herzlichen Gruß, das Pferd wird allein schon, ohne gelenkt zu werden. Er zieht zwei, drei Stecker auf den Boden, deswegen, sein Schlitten hat eine Havarie gehabt, aber man sieht, auch ohne Schlitten ist er am Dorfplatz angekommen und wir geben ihm trotzdem einen Applaus. Let's
gehen mit drei. Ja. Auch ein Schmied war vor Ort und die Besucher konnten ihm bei seiner Arbeit ein bisschen über die Schulter schauen. Der Berufszweig, der schon vom Aussterben bedroht war, erhielt jedoch in letzter Zeit wieder eine neue Bedeutung. Ja, in der Zwischenzeit ist wieder mehr mit dem Pferd, nicht? Sind wir da stark in Anmarsch, Freizeitpferd, Landwirtschaft ist ein bisschen weniger, nicht? Und da brauchst du auch noch wieder den Hufschmied. Wie wichtig ist denn das für die Pferde, die richtige Berufung zu haben? Ja, das ist genau wie bei einem Mensch, ein richtiger Schurk, nicht? Es gibt noch verschiedene Sport und für die Wirtschaft im Wald und auf dem Asphalt, nicht? Das ist ganz verschieden. Gerade bei so einer Transporte wie heute werden die Hufe schon ziemlich beansprucht, oder? Ja, sicherlich, nicht? Braucht es aber einen eigenen Beschlag, nicht? Mit Spikes, nicht? Mit Spikes ausgestattet, dass sie einen richtigen Griff haben, dass sie die Eisen einen Griff haben, nicht? Und dass sie dann auch vorwärts kommen. Das Fest dauerte noch bis in die späten Nachmittagsstunden. Der Pferdezuchtverein und die Dorfgemeinschaft können sich jedenfalls über eine gelungene Veranstaltung mit vielen Teilnehmern und Besuchern freuen.